Herzlich willkommen beim Release Monday. Mein Name ist Beatrice Bürger und ja, wenn du das erste Mal hier in dieser Runde bist, bei dieser sogenannten Veranstaltung dabei bist, dann lass dich einfach mal tragen von dieser interessanten, vielleicht neuen Energie. Der Release Monday, der ist dafür da, dass du den allerersten Tag der Woche mit einem Abend ausklingen lässt, der dir ein gutes Gefühl gibt. Es gibt so viele Menschen, die den Montag im wahrsten Sinne des Wortes hassen. Und es gibt so viele Menschen, die am Anfang der Woche immer gestresst sind, montags, dienstags. Und damit dir das nicht passiert, habe ich einfach einen Release Monday ins Leben gerufen, der dir dabei helfen kann, dass du wahrhaftig in deiner Mitte bleibst. Zum einen körperlich, zum anderen mental, seelisch. Und es ist kein Hokuspokus im Sinne von, ich erzähle euch, wie ihr was machen könnt, sondern wir machen die ein oder andere, normalerweise ein oder andere Entspannungs- und Dehnungsübungen. Und es gibt immer mal wieder auch ein paar Übungen, die dich im mentalen Bereich stärken dürfen. Es gibt ein paar Bereiche aus meinem Job, aus meinem Beruf, Erfahrungen, Funktionsweisen, einfach Mittel zum Zweck, die dir den Alltag sowohl privat als auch beruflich leichter machen können. Und einmal im Monat habe ich Gäste zu Besuch, so wie heute. Es gibt einen Gast, der heute ein biologischer Zahnarzt ist und zugleich Experte für Permakultur, Dr. Jörn Erlecke. Und normalerweise finden diese Aufzeichnungen hier live statt, das heißt, wir kommen über Zoom zusammen. Dadurch, dass ich allerdings in Costa Rica lebe und wir momentan noch die Nachwehen der Trockenzeit haben, es hier einfach noch zu heiß ist zur Mittagszeit. Wir sind ja momentan 8 Stunden zurück als in Deutschland, Österreich, Schweiz. Deswegen geben wir dir hier eine Aufnahme, damit wir diese Veranstaltungsreihe einfach fortführen können. Und an dieser Stelle möchte ich gerne zum einen dich einladen, wenn du dich noch nicht angemeldet hast. Wir haben den Reflection Summit 2021 kurz vorm Opening. Am 29. Mai geht's los und ich habe diesen Reflection Summit ins Leben gerufen, um euch ein ganzheitlich nachhaltiges Konzept zu übermitteln. Also sprich, nicht nur nischenbezogen in seiner Box zu leben, sondern zu schauen, ähnlich wie bei den 17 Zielen für nachhaltigere Entwicklung. Das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach nur eine Idee, dass wenn du es noch nicht kennst, diese 17 Ziele, schau da einfach mal rein. Lass dich mal inspirieren, was es da alles eigentlich gibt, was ineinander greift. Und da möchte ich gerne den Frithjof Capra nennen. Er ist mittlerweile über 80, lebt in Berkeley, kommt ursprünglich aus Österreich und ist ein Systemforscher seinesgleichen. Er hat so viele Jahrzehnte schon an Arbeit geleistet, die meines Erachtens unglaublich wertvoll für unsere Welt global gesehen ist. Und er erklärt in seinen Capra-Kursen die Zusammenhänge, diese ganzen Verbindungen, sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft, unsere sozialen Systeme, an Land, in Unterwasser, die ganze Tierwelt, die Produktion, der Handel, der Tourismus, diese ganzen unglaublich vielen Bereiche unseres Lebens, die überall auf der Welt existieren. Dieses System hat er quasi hinterfragt und hat er so gut erklärt in seinen Capra-Kursen, dass ich nur sagen kann, hey, wenn dich das interessiert und du Lust hast, das System zu ändern, dann kannst du das tun und zwar in deinem eigenen kleinen Bereich, in deinem Umfeld. Und wer weiß, wer noch alles dahinter steckt und sich wünscht und diesen Wunsch nachgeht und dies real werden lässt. Ja, du merkst, der Release Monday heute fängt anders an. Und das ist eine Einladung. Am 29. öffnen wir die Türen zum Reflection Summit und du kannst live dabei sein. Jeden Tag gibt es Interviews, die für 24 Stunden freigeschaltet werden, komplett kostenlos. Du kannst natürlich auch gerne die Paketvariante der Veranstaltung wählen und ganz, ganz tolle Sachen als Bonus dazu bekommen. Du kannst Zugriff auf die Streaming-Produkte haben, die Audios sind zum Herunterladen. Also das alles geben wir dir einfach mit für einen relativ so günstigen Preis, dass man eigentlich gar nicht glauben kann, dass das alles im Paket enthalten ist, weil letztendlich kann das die Welt verändern.
Und da spreche ich nicht von mir. Ich spreche einfach davon, dass da so viele tolle Leute, auch trotz Corona und Auswirkungen, Menschen da sind, die etwas in ihrem Bereich tun. Und viele glauben immer, dass man als einzelner Mensch gar nicht viel bewegen kann. Und ich kann dir sagen, doch, das geht. Und ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten, letztes Jahr beim Summit ebenfalls, dass jedes Gespräch so voller Liebe ist, so voller Mut, Kreativität und ja, auch Impulse, do it yourself, Sachen, die du sofort umsetzen kannst, im Beruf und privat. Und weil ich dem Ganzen eins draufsetzen möchte, habe ich mir gedacht, dass zum Beispiel ein Bonbon ist, wenn du das Paket kaufst, dass du den letzten Summit kostenlos dazu bekommst. Das sind über 30 Referenten, die du da erhältst zum Streamen. Die Audios, wie gesagt, kostenlos einfach runterladen. Kostenlos nicht, aber das gehört zum Paket dazu. Und ja, ich glaube, dass das ein guter Schritt ist, damit du einfach vielleicht, wenn du dich in dieser Falle gefangen fühlst, jetzt auch politisch gesehen, weltwirtschaftlich gesehen, nichts unternehmen zu können. Ich möchte dir einfach die Leiter halten und sagen, hey, halte durch, du bist nicht alleine und beginne etwas in deinem Leben zu ändern. Hab den Mut, schalt mal Netflix aus und hab den Mut, an dich selbst zu glauben. Und es gibt eine kleine Übung, die ich mit dir machen möchte, damit du jetzt zurück quasi der normale Release Monday, trotzdem, dass wir heute ein anderes Programm im Release Monday haben, den Garant für Nachhaltigkeit spürst, also sprich deinen eigenen Körper. Was meine ich damit? Es gibt eine einzige Übung, die ist mental, aber die kann Wunder bewirken. Es ist keine Übung im Sinne von, wir machen jetzt Sport, kannst also, brauchst nichts, man setzt sich einfach entspannt hin. Und ich kann dir nur empfehlen, ich habe ja 1,5 Jahre lang einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich weiß ganz genau, wie schmerzhaft das sein kann, irgendwo am Körper etwas zu haben. Achte darauf, dass du mit beiden Füßen auf dem Boden bist, dass deine Beine parallel und hüftbreit geöffnet sind, also deine Fußflächen wirklich den Boden berühren. Und lege gerne entweder deine Hände in den Schoß oder auf die Knie oder einfach runterhängen lassen, ob du stehst, ob du sitzt, das spielt keine Rolle. Und dann schließe kurz mal deine Augen und dann atme kurz durch die Nase ein. Halte den Atem an. Halte ihn an. Und dann atme ihn langsam wieder aus durch den Mund. Weiter, 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 weiter ausatmen. Und nochmal tief einatmen. 2, 3, 4 und dann halte den Atem an. Nochmal kurz halten. Und wieder ausatmen durch den Mund. 2, 3, 4. Und nun stell dir gedanklich vor, geh da mit deinen Gedanken hin, wo dein Schmerz gerade ist. Ob du Kopfschmerzen hast, ob du Nackenschmerzen, Schultern, irgendwas in den Knien, spielt keine Rolle. Geh da gedanklich hin. Und dann fokussiere dich an diesem Punkt. Fokussiere dich, wo ist der? An welcher Körperstelle? Berührt diese Körperstelle vielleicht auch gerade etwas? Den Boden, den Stuhl? Sind deine Hände vielleicht genau da gerade platziert? Wie zum Beispiel an den Knien? Und dann atme den Sauerstoff ein, 4 Sekunden. Und spüre richtig, wie deine Atmung bis zu diesem Schmerzpunkt kommt. Dann halte den Atem kurz an und löse ihn gedanklich auf. Ohne zu wollen, ohne Druck. Einfach loslassen. Nimm diesen Schmerz an. Nimm ihn wahr. Spür ihn. Lass ihn zu. Und nicke innerlich. Also es ist ein Zeichen, was dein Körper dir damit gerade sagen möchte. Und dann geh weiter und lass quasi alles los, was jetzt in diesem Moment nicht zu dir gehört. Mit der Ausatmung durch den Mund. Wir machen das kurz mal zusammen. Ja, setz dich, wie gesagt, gut hin. Hab deine Hände vielleicht auf den Knien, am Bauch oder so. Und dann geh gedanklich mit geschlossenen Augen zu deiner Schmerzstelle. Atme tief ein. 2, 3,
4. Sei an deiner Schmerzstelle. A. Halte den Atem an und spüre. Geh da richtig rein. Nimm diesen Schmerzpunkt in deinem Körper an. Sehe ihn. Nimm ihn wahr und langsam wieder ausatmen. 2, 3, 4. Und wieder einatmen. 2, 3, 4. Halte den Atem. 2, 3, 4. Und dann lass alles los. 2, 3, 4. Noch einmal einatmen. Hol den Sauerstoff in deinen Körper bis zu diesem Punkt. Nimm ihn wahr. Halte deinen Atem. Und dann lächle. Und dann atme durch den Mund langsam wieder aus. 2, 3, 4. Und dann beweg langsam deine Finger, deine Zungenspitze, deine Lippen. Und öffne langsam wieder deine Augen. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Und mit dieser Intention, die du gerade spürst, lass einfach weiterfließen, möchte ich an dieser Stelle gerne Dr. Jörn Erlecke zu uns bitten. Wir haben das versucht, so gut wie möglich umzusetzen, denn es geht heute um den Wald. Dr. Jörn Erlecke ist zum einen Referent im Reflection Summit 2021. Er war letztes Jahr auch dabei und er ist so fantastisch, authentisch und praxisnah angekommen bei den Teilnehmern, dass ich mir erlaubt habe, ihn einfach wieder einzuladen. Und heute ist er beim Release Monday. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, lieber Jörn, dass du diesen Beitrag hier zum einen gibst und zum anderen eine wundervolle Aktion ins Leben gerufen hast. Eine Aktion, die der Politik, der Wirtschaft, einfach den Leuten, die da oben etwas zu sagen haben, wachküssen darf, wachrütteln. Denn, ja, ich will gar nicht zu viel verraten, weil das macht der Jörn so wunderbar. Der Wald ist so bedeutsam für unser Leben und die Musiker ebenfalls. An dieser Stelle gebe ich nun also den Ring frei für Dr. Jörn Erlecke, der eine wundervolle Intention jetzt dalässt im Sinne von Wald. Mit dem Wald in Verbindung treten, was der Wald alles für uns tut, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen. Und zum anderen die Musik mit implementiert. Eine Aktion, Musik im Wald. Ich wünsche ganz, 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 ganz tolle Unterhaltung und sende tropische Grüße aus Costa Rica. Danke, dass ihr da seid. Und nicht vergessen, nächste Woche Montag, zum Release Monday schenke ich euch eine Fernbehandlung fürs Reiki. Wenn du dabei sein möchtest, steht alles im Newsletter drin, melde dich dafür an. Und ich wünsche jetzt einfach einen wundervollen Pfingstmontag noch. Buddha wieder und bis zum nächsten Mal, eure Beatrice. Liebe Beatrice, herzlichen Dank, dass ich heute beim Release Monday dabei sein darf. Meine große Leidenschaft ist die Permakultur, das selbstbestimmte und autarke Leben. Und da kommt man irgendwann auch nicht mehr drum rum, sich mit dem Thema Wald zu beschäftigen. Wälder sind ganz wichtig für uns Menschen, weil sie zum einen Wasser speichern, sie regulieren den Wasserhaushalt und sie sind Sauerstofflieferant. Außerdem ist der Wald ein gigantisches Ökosystem für ganz viele Pflanzen und Tiere. Da ich mich beruflich mit dem Thema Gesundheit beschäftige, war es für mich ganz spannend zu lesen von norwegischen Wissenschaftlern, die erkannt haben, dass Patienten, die im Krankenhaus liegen und auf Bäume schauen, im Schnitt 2 bis 3 Tage früher entlassen werden. Und so verordnen inzwischen japanische Ärzte Waldbaden an ihre Patienten, damit die schneller genesen. Wir wissen heute, dass durch Terpene, die im Wald ausgedünstet werden, das Immunsystem gestärkt wird. Das sind die T-Killer-Zellen, die nach 30 Minuten um 50% zunehmen. Außerdem leben Menschen, die im Wald leben, im Schnitt 7 Jahre länger.
Deshalb denke ich, lohnt es sich für uns, dass wir uns so viel wie möglich im Wald aufhalten, zum Sport machen, zum Meditieren, spazieren gehen, ja, Yoga, Qigong, alles Mögliche ist da denkbar. Und ein Gedanke, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, war heute früh, als mein Sohn vor ein paar Jahren, wir hatten einen ganz regnerischen Tag und die Kinder haben gestritten und meine Frau und ich, wir haben beschlossen, wir gehen raus in den Wald und gehen spazieren. Und mein Sohn hat danach festgestellt, Papa, im Wald, wir haben überhaupt nicht mehr gestritten. Und da kam mir heute früh der Gedanke, ob vielleicht Wald generell eine Bedeutung für den Weltfrieden hat. Ja, wenn also Entscheidungsträger im Wald leben würden, beziehungsweise wenn Verhandlungen und große Entscheidungen im Wald stattfinden würden, vielleicht wäre die Waldenergie oder hätte die Waldenergie eine positive Wirkung auf die Entscheidungen, die da hinterher rauskommen. Das ist Spekulation, ich weiß es nicht, aber es war ein Gedanke, der mir kam. Aktuell ist die Situation so, dass durch die Trockenheit ganz viel Wald kaputt geht, vor allem im mittel- und norddeutschen Raum. Hier in Süddeutschland ist es noch nicht so schlimm, weil wir durch die Alpen sehr viel Regen noch abbekommen. Durch den Flächenfraß wird viel Wald zerstört und durch den Kiesabbau. Und ein ganz aktuelles Thema, was jetzt aufkommt, das ist der steigende Holzpreis. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass wieder mehr Bäume und mehr Holz geschlagen wird, um dem Welthunger nach Holz gerecht zu werden. Aus dem Grund kam meiner Freundin Bettina Oehmann und mir die Idee, dass wir eine Aktion starten könnten und aufrufen zur Aktion Musik im Wald. Wir haben nämlich festgestellt, dass es den Musikern genauso schlecht geht, wie es unserem Wald geht. Und da konnte ich meinen Schulfreund Peter Wettemann gewinnen, mitzumachen. Peter ist Mitglied im Gewandhausorchester in Leipzig und ist dort Trompeter. Und ich habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, mit mir den Aufruf zu starten zur Aktion Musik im Wald. Peter war sofort bereit und jetzt haben wir auf YouTube einen kleinen Beitrag hochgeladen zum Thema Musik im Wald, wo wir aufrufen, dass Musiker in den Wald gehen und ein Stück spielen oder frei interpretieren oder auch Sänger ein Lied singen, das filmen und auf ihrem eigenen YouTube-Kanal hochladen, damit viele Menschen aufmerksam werden auf die Situation von den Musikern und vom Wald. Denn es ist beides sehr wichtig für uns. Die Kultur der Musik und auch die Waldkultur ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit. Deswegen hoffe ich, dass viele mitmachen und damit das Bewusstsein sich verändert, dass wir uns für den Wald und für den Erhalt der Kultur bei uns einsetzen. In ganz Deutschland wird massiv Wald abgeholzt. Immer mehr Wald fällt dem Flächenfraß, der Trockenheit oder dem Kiesabbau zum Opfer. Genauso schlecht, wie es unserem Wald geht, geht es auch unseren Musikern. Seit Monaten haben sie keine Engagements mehr. Doch es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen dem Wald und den Musikern. Der Wald ist grüne Lunge, er ist Sauerstofflieferant, reguliert den Wasserspiegel und das Klima und ist Erholungsort für uns Menschen. Ein Ort, um Energie zu tanken. Waldbaden, wie man das neuerdings nennt. Und so ist auch der Besuch eines Konzertes Erholung und Freude für den Zuhörer. Die Musik transportiert Gefühle und spricht zu unserem Herzen. Sie berührt uns, manchmal bekommen wir Gänsehaut oder wir sind zu Freudentränen gerührt. Peter Wettemann vom Gewandhausorchester in Leipzig ist Pate für die Aktion Musik im Wald. Wir stehen hier im Herrschaftsholz nahe der Stadt Biberach.
Hier sollen 80 Hektar Wald im Kiesabbau geopfert werden. Peter Wettemann ist der Erste, der zum Schutz des Waldes die Trompete erklingen lässt. Deshalb möchte ich die Musiker unter euch motivieren, an der Waldaktion teilzunehmen, um auf euch und den Wald aufmerksam zu machen. Nehmt eure Instrumente und geht in den Wald. Lasst euch darauf ein, die Waldenergie zu spüren und formt sie in Klänge eurer Instrumente, als Lieblingslied oder frei interpretiert, jeder wie er oder sie möchte. Es wäre schön, wenn ihr das filmen und bei YouTube hochladen könnt, damit euch viele Menschen sehen können. Teilt dieses Video, damit viele Menschen von der Aktion Musik im Wald erfahren. Denn wir brauchen den Wald und wir brauchen die Musik. Beides ist wichtige Kultur für uns Menschen. Ja, und wer noch mehr über das Thema Permakultur oder auch Ernährungslösung in der Stadt erfahren möchte, der kann sich gerne beim Reflection Summit 2021 anmelden. Beatrice, herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein durfte. Ich wünsche dir und allen, die das sehen, viele erholsame Stunden im Wald und viel Gesundheit.